Und ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück nach wahrscheinlich auch schon fast über 2 Jahren zu einer neuen Folge von Let's Play GTA 5. Mit Aeon haben wir vor, na gut, ich wollte jetzt sagen vor kurzem, aber das ist jetzt auch schon ein Weilchen länger her, wieder gestartet nach der auch schon 2-jährigen Pause. Und da kommt jetzt gleich das nächste Projekt, was nach einer wirklich viel zu langen Pause wieder startet. Oder weitergeht. Und zwar GTA 5. Ich habe endlich eine neue Game Capture Card bekommen. Die brauche ich auch für das nächste Hauptprojekt, was ansteht. Denn mit den Level 5 Spielen für die PS2 sind wir ja jetzt schon fertig mit Dark Chronicle als letztes. Deswegen steigt da auch die Konsolengeneration auf. Und ja, da GTA 5 ebenfalls ein Let's Play für die PS3 war, kann ich das jetzt auch endlich wieder weiterführen. Schön, dass ich Geld hatte. Wir haben Post. Und ich habe natürlich null Plan, wo wir hier stehen geblieben sind. Muss mich auch wieder erstmal an alles gewöhnen, wie zum Beispiel die Steuerung, die gerade doch nicht ganz so leicht sich anfühlt. Okay, auf hier war fahren. Ja, da würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal ein paar Missionen. Ich glaube, in der letzten Folge oder vorletzten Folge, halt in irgendeiner Folge, haben wir Trevor als spielbaren Char bekommen. Wie weit wir mit ihnen gekommen sind, weiß ich allerdings nicht. Und ja, nee. Wie kann ich denn jetzt zurückfahren? This is Channel X, and we're bringing you some stuff that you would not normally hear on any of the other radio stations. So go fuck yourselves. Yo, das ist jetzt natürlich sehr, sehr blöd. Wieso ist denn hier nicht rückwärts? Oh, hier ist Hä? Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Ist mein Controller im Arsch? Das ist aber richtig scheiße. Alter, ich muss mich hier... sorry für das crappige Gameplay. Aber gut, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich vor 2 Jahren... Das Let's Play müsste vor 2 Jahren pausiert worden sein. Dass ich da besser gefahren bin. Bisschen ist mein Controller auch leicht clunky. Aber mal schauen, wir bekommen das schon noch gut genug hin. Möchte ich meinen. Hier müssen wir dann jetzt hin. Wie es aussieht. Da rennt schon einer weg. Das machst du richtig so, Bro. War die Kamera schon immer so nah an den Char dran? Boah, muss man sich übelst umgewöhnen. Kann man hier rein? Hier kann man rein. Okay, machen wir da gleich mit. Ja, wer bist du denn, meine Liebe? He's one. Ban him. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Ah, here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. You speak Spanish, speak it to each other! Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人事你真是太好了。你有空就加的来分杯的我。这真是我人生中最美好的一刻。What the fuck is wrong with him? 就是这个来来来来来。 I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father killed me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing. Well, let me show you the operation.
Jesus. Okay. Ja, das macht immer viel Spaß mit einem Typen, der high ist wie Holle. Eine schöne Autoreise zu machen. Und jetzt rufen wir Chefkoch an. Sind die Kinder nicht bei ihm? The Aztecs are coming. They think you took out Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. Aber auf alle Fälle, was ich noch weiß, ist, wie man so einen geilen Twist findet, oder auch nicht. Wie man ihn hinlegen könnte. No, Mr. Cheng Senior is very specific. He wants a good reliable source of methamphetamine. Shit, Trevor, we ain't got long. Whoa, manners, chef. These are our guests, all right? We got Mr. Cheng and his humble servant. Hey, Lao Shung. Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please, come check out the storage facilities. Go on now. Nice, right? There you go. Ample room inside. Mr. Cheng, please, sir, if you will. Let me out. Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Help me. Die haben es wenigstens schön cool da unten. Und jetzt dürfen wir gleich rumballern. Hoffentlich weiß ich noch, wie das geht. So war anziehen und schießen wir auf der anderen Seite. Okay. We ain't got all of them yet. Die Jokes und die Action des Games, die habe ich quasi, die habe ich schon ehrlich gesagt fast vermisst. Okay, da hinten komme ich jetzt nicht hin, aber ja, soll ich mal ein bisschen bewegen. Folge den Chef noch nach draußen, dein Ernst? Wie nach draußen? Hier war laufen. We got the whole contingent here! Come on, you Aztecas, scumbags! Spezialfähigkeit brauchen wir nicht, wir haben alles unter Kontrolle. Easy. I'm starting to think they really want to kill me! They're around the back of the building! Hinten im Gebäude. Ah, die Steuerung! Wobei es nicht die Steuerung ist, die Kamera, an die ich mich gewöhnen muss. Schießen hab ich noch drauf. Nice. Und tschüss. Oh, so ein Geschütz gefällt mir doch. Und da kommt gleich der nächste an. Direkt ziehen und tschüss. Oh, so macht es viel Spaß. Gehört er da hinten auch mit dazu? Excuse me. Jetzt müssen wir dem wieder folgen. Wieso müssen wir den immer folgen? Ist er im Haus? Der ist im Haus. Nee, hä, wo ist denn der? Hier hinten. Müssen wir runter? Der Pfeil zeigte nach unten, also müssen wir wahrscheinlich runter. Wir wechseln mal die Waffe. Sehr gut. Was hab ich denn hier? Karabiner, Spezialkarabiner. Oder ein Bullwop-Gewehr. Ah,
Wieso kann ich nicht schießen? Probier's mal mit der Mikro-MP. Das ist eine Maschinenpistole. Ja, gut. Spezialkarabiner war doch eine super Waffe, wenn ich mich recht erinnere. Und wir müssen wieder raus. Ist nur die Frage, wie kommen wir da hin? Ja. Ach Gott. Begib dich zur Kühltruhe. Ach, haben wir es jetzt schon geschafft? I think we have seen quite enough. Gaito. Dasher, hamia domo tsuma. I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Hey, Trevor, are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. Ja. Und damit haben wir unsere erste Mission bestanden. Silber? Ja gut, unversehrt und... Was meinen die jetzt mit Verluste? Wieso Verluste? Wo haben wir denn Verluste? Und vor allen Dingen, was für Verluste? Gut, das war jetzt vielleicht ein kleines Problem. Ich hätte die Mission nicht direkt als erstes machen sollen. Nachdem ich das Game jetzt zum ersten Mal nach mehreren Jahren wieder angefasst habe. Da sind noch zwei Fragezeichen. Wir machen aber dennoch zuerst die Buchstaben, denke ich. Oder? Die Buchstaben sehen so aus, als wären das Hauptquest. Deswegen vielleicht machen wir doch zuerst die Fragezeichen. Ich fahre mal zurück zu den einen Fragezeichen, was da ist, und guck mir den Quest an. Die Folge wird jetzt ein bisschen länger, nicht nur weil das eine Special-Folge ist, da das Let's Play ja quasi wieder losgeht. Nach mehreren Jahren. Sondern auch, weil ich vergessen habe, einen Timer zu starten und deswegen nicht weiß, wie lange die Folge jetzt schon ist. Aber ich schätze mal, die 25 Minuten sollten schon rum sein. Und jetzt legen wir einen geilen Drift hin. Los! Perfekt! Und was haben wir hier Schönes? Gonna meet a bitch. That's where you're gonna meet one. You know what I'm saying? Hey, hey. Give me a sip of that. What? Come on! My throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you're... What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing, all right? It didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. I didn't mean nothing by it, old man. Uh-huh. Old man? Alter Mann! Old man! Alter. Creepy old motherfucker. That's right. I said it. Die Typen haben gerade ihr Leben beendet. Motherfucker! Und tschüss. Jesus. Huh? No, come on. What? Sorry. Now, where were sorry. We exactly, on, huh? Get up. I'm sorry, man. We're sorry. Help, man. Help. Die lassen wir nicht entkommen. Randale! Ich sagte, die lassen wir nicht bekommen. Ach du Scheiße, was passiert hier? You insult me in my hometown. Damn it, Thomas. You are a faithless kid. Das ist ein bisschen viel an Gegnern. I'm taking out the trash, Sandy Shores. Ja, geil. Bitte, wie sollen wir das denn machen? Da war nirgendwo eine Stelle, wo man... vergiss es, das mach ich nochmal. Oh, okay.
Gut, da stellen wir uns halt hier jetzt einfach mal. Wir können auch hier hoch. Komm, muss ich hier. Das geht natürlich wesentlich einfacher. Ach du Scheiße, die kommen auch noch hier hoch. Ja, Scheiße. Old man, what house this for an old man? Da dachte ich, hier sei alles schön einfach, aber nein, muss man die leider jetzt hier hinten auch noch im Blickfeld haben. Und tschüss. Da ist doch irgendwo noch einer, oder nicht? Nein, 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 nein! Wie, was denn jetzt? Wieso? Halt nicht. Okay, das ist auch noch auf Zeit. Oh, Alter, du willst mich doch verarschen. Ach Gott. Vandale. Ja, jetzt bleibt nicht hier hängen. Kletter hier verdammte Scheiße nochmal hoch. Schön mitten reingerannt. Ach ja, jetzt sehe ich es auch. Eine Minute noch, 9 Kills brauchen wir. 8, 7, 6, 5. Ne, 13 Kills haben wir. 14, wie viel brauchen wir? I'm taking out the trash, Sandy Shores. Wir müssen auch wieder aufpassen, dass von hinten nichts durchkommt. Schön, wie die Kachel jetzt da hinten hingelandet ist. Alter, wie viel müssen wir denn machen, ne? Oh Gott! Oh, wie... Das geht... Okay, vielleicht ist keine so gute... Doch, wir bleiben jetzt für den Anfang erstmal auf dem Dach und klettern dann... Wir haben 2 Minuten Zeit, gut. Brauchen wir erstmal 30 Sekunden, um aufs Dach raufzukommen. Ja, gehen wir die erste Minute auf dem Dach und danach
Der überlebt. Der überlebt nicht, der Wichser. Da hinten kommt noch einer an. Der ist doch im Auto. Hat er mich gerade überfahren? Wir haben es geschafft! Erledige 45 Gegner, Alter, fick dich! 3 Gegner mit Kopfschild. Ja, gut. Alter, ich hatte jetzt keine Ahnung, 25 oder so? Alter. Aber auf alle Fälle haben wir jetzt wieder was zu tun. Wir müssen versuchen, in das Game reinzukommen. Hoffentlich kriegt man es noch hin. Da hinten läuft noch einer weg. Da renne ich jetzt aber nicht hinterher. Ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge. Ich denke mal, sie sollte jetzt etwas länger sein und nicht etwas kurz. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, wo dieses Projekt dann jetzt vollkommen normal weitergeht. Ich freue mich drauf. Euch noch ein Zuckersüßtüdel. Und ciao, XD.